Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Funktionsgleichung einer Exponentialfunktion vom Typ f von x gleich c mal a hoch x bestimmen kann, wenn man zwei Punkte des Funktionsgraphen gegeben hat. Zunächst möchte ich den einfachsten Fall vorstellen, nämlich wenn ein Punkt die x-Koordinate x gleich 0 hat, und anschließend möchte ich zwei verschiedene Methoden darstellen, mit denen man eben halt aus zwei Punkten die Funktionsgleichung aufstellen kann. Zunächst zum einfachsten Spezialfall: wenn nämlich ein Punkt die x-Koordinate x gleich 0 hat, so wie das jetzt hier für diesen Punkt p der Fall ist. Gesucht ist hier eine Exponentialfunktion von diesem Typ f von x gleich c mal a hoch x, und wir müssen c und a bestimmen. Und wenn wir den Punkt p mit den Koordinaten 0, 3 haben, bedeutet das natürlich, dass der Funktionswert an der Stelle x gleich 0, also f von 0, 3 ist. Das bedeutet, wir kriegen als Ergebnis 3, wenn wir in unsere Gleichung für x 0 einsetzen. Und dies ist deswegen ein Spezialfall, weil wir jetzt hier a hoch 0 stehen haben, und a hoch 0 ist natürlich immer 1, weil jede Potenz mit dem Exponenten 0 ist gleich 1. Wenn wir jetzt noch den Rest abschreiben, steht hier 3 gleich c mal 1, und daraus folgt natürlich, dass c gleich 3 ist. Also, wenn die x-Koordinate des Punktes gleich 0 ist, kann man dann c direkt hier ablesen, also sehen wir hier, dass c gleich 3 ist. Somit können wir c gleich 3 jetzt in unsere Ausgangsgleichung einsetzen und erhalten f von x gleich 3 mal a hoch x, und wir haben nur noch eine Unbekannte, nämlich a. Und um den Wert von a zu bestimmen, verwenden wir jetzt den Punkt q, und weil q die Koordinaten 4 und 48 hat, bedeutet das, dass der Funktionswert an der Stelle 4, wenn also x gleich 4 ist, als Ergebnis 48 liefern muss. Oder 48 ist das Ergebnis, und wir kriegen das, wenn wir 3 mal a hoch 4 rechnen. Diese Gleichung enthält nur noch a, und wir können nach a auflösen, indem wir zuerst durch 3 teilen. Dann erhalten wir 16 gleich a hoch 4. Aber wir möchten ja nicht a hoch 4 haben, sondern a, also müssen wir als nächstes die vierte Wurzel ziehen. Und die vierte Wurzel von 16 ist 2. Und so haben wir a gleich 2 und c gleich 3 rausbekommen, und wir können unsere gesuchte Funktion aufschreiben, nämlich f von x gleich 3 mal 2 hoch x. So, nach diesem Spezialfall möchte ich jetzt allgemein zeigen, wie man dann aus zwei Punkten diese Funktionsgleichung aufstellt. Und die erste Methode, die ich vorstellen möchte, ist die Methode, die ich Methode Wertetabelle genannt habe. Was wir zunächst machen ist, wir fertigen für diese beiden Punkte eine Mini-Wertetabelle an. Und der Punkt p 1, 2 sagt uns ja, dass wir die x-Koordinate 1 haben und die zugehörige y-Koordinate ist 2. Und der Punkt q sagt uns, dass wenn wir x gleich 5 haben, soll jetzt hier 162 da rauskommen. Anschließend gehen wir in die Zeile mit den x-Koordinaten und gucken, wie weit die x-Koordinaten voneinander entfernt sind. Und von 1 nach 5 bedarf es 4 Schritte, weshalb ich jetzt hier oben plus 4 dran geschrieben habe. Dann gehen wir in die Zeile mit den y-Koordinaten und gucken, um welchen Faktor diese beiden Zahlen auseinander liegen. Um diesen Faktor zu bestimmen, nehmen wir die rechte Zahl, 162, und teilen die durch die linke Zahl. Und 162 halbe ist nichts anderes als 81. Und das können wir so lesen, dass 2 mal 81 162 hier ergibt. Wichtig ist jetzt, dass wir bei den x-Koordinaten den Abstand als Addition ausgedrückt haben, also plus 4,
und bei den y-Koordinaten den Abstand als Faktor, also mal 81. Und mit Hilfe dieser beiden Zahlen, plus 4 und 81, werden wir jetzt den Wert der Basis ausrechnen. Dazu schreiben wir a hoch 4, also hier nehmen wir diese Zahl, gleich 81. Und um jetzt a zu bestimmen, nehmen wir natürlich die vierte Wurzel von 81. Und die vierte Wurzel von 81, können wir im Taschenrechner ausrechnen, ist 3. Somit kennen wir jetzt das a in unserer aufzustellenden Gleichung und können das dann eintragen und kriegen dann f von x gleich c mal 3 hoch x. Um das c jetzt auszurechnen, können wir einen der beiden Punkte nehmen, eigentlich egal welchen, und setzen dann die Koordinaten ein. Nehmen wir zum Beispiel den Punkt P. Und das bedeutet ja, wir bekommen das Ergebnis 2 ausgeliefert, wenn x gleich 1 ist. Also wir kriegen das Ergebnis 2, wenn c mal 3 hoch 1 gerechnet wird. Ich habe das jetzt hier nochmal farblich markiert, damit man weiß, woher die Zahlen kommen. Das ist natürlich einfach 2 gleich 3 mal c. Und wenn wir jetzt c ausrechnen wollen, dann würden wir durch 3 teilen. Und daraus folgt, c ist 2 Drittel. Und somit lautet unsere gesuchte Exponentialfunktion f von x gleich 2 Drittel mal 3 hoch x. So, jetzt möchte ich noch eine andere Methode vorstellen, die Methode Gleichungssystem, wie ich das genannt habe. Und was wir hier machen ist, wir nehmen jeweils die Punkte und setzen die entsprechenden Koordinaten in unsere Funktion ein. Also unser Punkt P mit den Koordinaten 1, 2 bedeutet ja, wir bekommen 2 heraus, wenn wir c mal a hoch 1 rechnen. Und wenn wir unseren Punkt Q nehmen, dann bekommen wir 162 als Funktionswert heraus, wenn wir für x gleich 5 einsetzen. So, jetzt haben wir zwei Gleichungen und wir haben zwei Unbekannte. Und wir sollten in der Lage sein, jetzt über die Lösung des Gleichungssystems die Unbekannten zu bestimmen. Zum Beispiel könnten wir beide Gleichungen nach c auflösen. Dann würden wir ja einfach durch a teilen. A hoch 1 ist ja a. Also steht hier oben, c ist gleich 2 durch a. Und hier unten würden wir durch a hoch 5 teilen. Und dann würden wir eben halt c gleich 162 geteilt durch a hoch 5 haben. Also wir haben jetzt zwei Ausdrücke für c, einmal 2 durch a und 162 geteilt durch a hoch 5. Und weil c ja gleich c ist, können wir das jetzt gleichsetzen. Wir können also 2 durch a gleich 162 durch a hoch 5 rechnen. Um das jetzt auszurechnen, müssen wir natürlich a auf einer Seite irgendwie bringen. Also wir könnten zum Beispiel diese a hoch 5 auf die linke Seite mit rüberbringen, indem wir mal a hoch 5 rechnen. Dann bekommen wir das. Anschließend würden wir, um die 2 hier oben wegzukriegen, durch 2 rechnen. Dann kriegen wir hier 81 auf der rechten Seite. 162 geteilt durch 2 sind 81. Und a hoch 5 geteilt durch a sind natürlich a hoch 4. Dann würden wir wieder die vierte Wurzel ziehen und wir bekommen a gleich 3 raus. Somit können wir unsere Gleichung schon in der Form angeben, dass wir jetzt c mal 3 hoch x haben. Und wie wir es auch oben gemacht haben, würden wir jetzt wieder einen Punkt nehmen und hier einsetzen. Diesmal setze ich diesen Punkt hier ein und den Punkt q. Das würde bedeuten, wir bekommen als Ergebnis 162 heraus, wenn wir für x gleich 5 einsetzen. Also steht hier 3 hoch 5. Dann würden wir 3 hoch 5 ausrechnen.
Das liefert 243. Anschließend würden wir durch 243 teilen. Und wir bekommen 162 243stel. Das kann man kürzen. Und das liefert C gleich 2 Drittel. So dass wir auch hier das Ergebnis bekommen, f von x ist 2 Drittel mal 3 hoch x. Welche der beiden vorgestellten Methoden du anwenden möchtest, ist natürlich Geschmackssache, entweder die Wertetabelle-Methode oder diese Gleichungssystem-Methode. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like. Gerne könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Fragen stellen, Videowünsche äußern. Teilt meine Videos mit euren Mitschülern. Schaut mal bei meiner Mathe-Seite vorbei, mathehoch13.de. Dort gibt es auch alle Videos nach Themen sortiert. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den doch, dann verpasst du auch kein Video mehr. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Nacharbeiten. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Alles Gute. Tschüss.